Nein, beim Schwimmen, dass man beim Schwimmen schon Fanstimmung mitbekommt, das gibt es, glaube ich, nur hier. Das war natürlich schon mal eine tolle Erfahrung der letzten Kilometer. Auch unterwegs immer wieder an den Hotspots bzw. an der Wechselzone war ja wirklich sensationell. Und dann beim Loslaufen, da hatte ich mal kurz Angst um mein Trommelfell, weil sie so eine Stimmung dahin gezaubert haben. Es war echt toll zu sehen und das ist eben ja auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich will hier starten, weil die österreichischen Fans sind schon echt sehr leidenschaftlich und schön zu sehen, dass hier so ein Triathlonfest entstanden ist. Von vornherein eigentlich habe ich mich ganz gut gefühlt. Trotz meiner Vorbereitung wusste ich ja, dass die Form nicht hundertprozentig sein würde und deswegen musste ich taktisch ein bisschen agieren und dachte mir, wenn ich einen kleinen Vorsprung beim Schwimmen rausholen kann, dann findet sich sicher hinten eine Gruppe und eine Gruppe ist sich nie so einig und deswegen habe ich eben gehofft, dass sie ein bisschen bummeln und ich glaube, das haben sie heute auch getan und deswegen hatte ich im Endeffekt das große Glück, denn beim Marathon wurde es dann ganz schön lang für mich. Das war heute wirklich ein richtig hartes Rennen. Ich glaube, das härteste, das ich jemals bestritten hatte. Es lief ja von Anfang an nicht so gut und gerade das Radfahren fiel mir sehr, sehr schwer. Und dass das Laufen am Ende dann doch noch so gut geklappt hat, war wirklich eine Überraschung. Ich wollte hier unbedingt gewinnen, wusste aber, dass es sehr, sehr schwer werden würde. Aber ich habe mir immer vorgestellt, wie schön das Gefühl sein muss, wenn man die Ziellinie als erste Dame überquert und dann wartet meine Tochter auf mich. Und ich wollte das unbedingt versuchen, möglich zu machen, das zu erleben.